Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Yoshi Schnoops. Nee, Hering. Herringway. Wir spielen Yoshi's Woolly World weiter und wir sind mittlerweile in Welt 1.5 angelangt, dem Wollwind Mühlenhügel. Ganz toller Name. Gut. Achso, mittlerweile haben wir einen neuen Trickanstecker. Du kannst nicht in Abgründe stürzen. 7500 kostet das. Mhm. Wie viele Trickanstecker gibt es wohl? Ich meine, jetzt in der ersten Welt wird man schon zugeschüttet. Bekommt man theoretisch wirklich nach jeder Welt schon so einen tollen Trickanstecker spendiert? Oder? Aber 7500 würden das jetzt auch schon kosten. Also von daher ergibt es auch total Sinn, dass wir so viele kleine Kristalle einsammeln können. Also es lohnt sich definitiv viel Geld anzuhäufen. Und das hier, Moment. Es gibt doch in Smash Bros. Für die Wii U auch ein Yoshi's Woolly World. Da gibt es so eine Stage einfach, die auf Yoshi's Woolly World basiert. Ist die nicht auch hier? Erkennt man die jetzt nicht hier ein bisschen wieder? Oder ist, nee, Moment, das mit der Windmühle, das war Paper Mario. Aber es gab trotzdem eine Yoshi's Woolly World Stage. Ja, genau. Da war doch irgendwie sowas. So, kann ich... Ah, genau. Ich kann kleine süße Bäumchen ernten. Zumindest... Hoppsala. Die eine Wollkugel ist da jetzt aber ganz weit geflogen. Das sah zumindest so aus. Ich kann kleine Bäumchen ernten, aber auch nur, wenn da solche Fäden hervorluken. Hui. Bei denen man einmal dran ziehen kann. Ja, das ist in der Tat richtig. So, war jetzt nicht gerade sehr zielgerichtet, wie ich meine Wolleier da so durch die Gegend geschossen habe. Aber egal. Ich frage mich immer noch so ein ganz klein bisschen, wie man auf so einen Grafikstil bei so einem Spiel dann tatsächlich kommt. Also, wie setzen sich die Entwickler da so zusammen? Und wie kommen sie dann auf die Idee, dass es eine gute Idee ist? Mal davon abgesehen, dass es wirklich eine gute Idee war und dass das jetzt so auf den ersten Blick eigentlich extrem gut zu Yoshi passt. Aber das müssen total lustige Brainstorming-Sitzungen gewesen sein, die sie da abgehalten haben. Wäre ich ja irgendwie schon liebend gerne mit dabei gewesen, bin ich ganz ehrlich. Stelle ich mir extrem spaßig einfach vor, da so irgendwie zusammenzusitzen mit ein paar Leuten, mit ein paar sehr kreativen Leuten und da dann, ja, so etwas einfach zu entwickeln und dann eben so Feinheiten wie zum Beispiel, hey, ist doch eine total tolle Idee, wenn Yoshi einfach mal keine normalen Eier hinter sich rumschleppt, sondern stattdessen solche Wollbälle. Da müssen irgendwelche anderen Leute gesagt haben, ja, stimmt, ist eigentlich total klasse, die Idee, machen wir doch einfach mal genauso. Also irgendwie, ich finde das sehr faszinierend. Generell mag ich es, wenn man so kreative Berufe, so einen kreativen Beruf ergreifen kann und wenn man damit unterm Strich tatsächlich Geld verdienen kann. Hui, was bist du denn? Ein kleiner Metterling oder Schmetterling? Lups! Ah, schön, schön, schön. So, nächstes kleines Woll- oder Garnpaket eingesammelt. Flups! Vielleicht spricht da aus mir aber auch so ein ganz klein bisschen die Sehnsucht, weil ich in meinem eigentlichen Beruf ja nicht wirklich eine hundertprozentig kreative Ader ausleben kann, beziehungsweise eigentlich nur sehr, sehr selten, wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie, keine Ahnung, so etwas Ähnliches wie Werbeanschreiben für Kunden zu entwickeln oder sowas. Ja, das passiert bei uns in Eigenregie. Ist nicht so, dass, na gut, aber ein kleines mittelständisches Unternehmen. Ist ja nicht so, dass man dafür dann extra irgendwie eine Werbefirma beauftragt oder irgendwie sowas in der Art. Nö, das ist dann im Endeffekt auf dem Mist von uns normalen Mitarbeitern gewachsen. Aber da macht es dann auch tatsächlich so ein ganz klein bisschen Spaß, ein bisschen kreativer zu sein. Muss natürlich immer alles so ein bisschen im Rahmen sein und so. Und man kann jetzt nicht auch vollkommen auf die Kacke hauen. Aber so ein ganz klein bisschen, ein ganz kleines bisschen kreativ sein kann man dann doch mal für einen kleinen Moment. Und das ist dann... Das ist dann meine persönliche Abwechslung. Aber wie gesagt, ist dann halt wirklich nicht viel, was man da so hat. Und dementsprechend muss ich halt zusehen, dass ich wirklich mich zumindest hobbymäßig so ein ganz klein bisschen kreativ betätigen kann, um dann für mich auch selber so den Ausgleich einfach zu schaffen, damit ich nicht wahnsinnig werde. Aber na gut. So, da unten ist nichts außer Tod, Chaos und Verderben.
Kann das sein? Unter Umständen. Was bist du denn? Oh, euch kenne ich auch. Ihr seid doch solche komischen Geistergegner. Auch aus Super Mario World 2, Yoshi's Island. Wow. Die sind aber teilweise ein bisschen schwer zu erkennen. Aufgrund des blauen Hintergrundes muss ich jetzt hier einfach mal so anmerken. Also, da ist man doch ein ganz klein bisschen dazu geneigt, die nicht so wirklich für voll zu nehmen. Und dann im nächsten Moment hat man, glaube ich, den Salat. So. Lups. Oh, ah, nee. Achso, es waren nur die Gegner, die aufgetaucht sind. Halt. So, habe ich doch noch was gesehen. Aha. Ja. Alles sehr wichtig, dass man es so wunderbar einsammelt. So, Kakao-Yoshi möchte nicht da reingehen, dann geht Kakao-Yoshi halt nicht da rein. Geht Kakao-Yoshi hier rein? Auch nicht rein. Aber da unten ist so eine blaue Röhre. Da muss man doch irgendwie reingehen können, oder nicht? Diese Röhre da kann man auf der direkt unter mir noch eine Röhre erscheinen lassen. Und da bin ich mir doch ziemlich sicher. Da wird man vermutlich reingehen können. So. Ein gezielter Schuss. Das sollte ein guter Treffer gewesen sein. Und dann ganz geschwind hier herüber. Flup, flup, flup. Ich find's auch süß, wie er sich so auflöst, bevor er in die Röhre hineingeht. Oh. Das war jetzt aber noch nix. Ach so. Wofür? Aha. 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 Flup. Ah, so kann ich. Okay. Aha. Na gut. Das sieht irgendwie voll lustig aus. Was habe ich da jetzt eigentlich ausgemalt? Also, oder beziehungsweise ausgewollt? Das sieht eigentlich, sollen irgendwelche Pflanzen sein oder so. Aber eigentlich erinnert es mich jetzt momentan mehr an so süße kleine Lutscher. Aber, naja, okay. Die Fantasie des Herings. Was soll's. So, flup, flup, neue Wolleier. Und weiter geht's. Die wilde Fahrt. Tucker, tucker, tucker. Durch das wunderbare Wolkenmeer. Und so weiter und so fort. Das ist alles so wunderschön hier. Dabi, dabi, dab, da. So. Hier noch eine Plattform. Und da noch eine Plattform. Und mal gucken, was hier drin ist. Ah. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nichts, was man irgendwie plötzlich nicht mehr einsammeln kann. Weil es nach unten fällt. Aber das sah doch eigentlich gut aus. Hab schon vergleichsweise viele Wollpakete, aber von den Stempeln eher relativ wenig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich schon an so vielen Dingen vorbeigelaufen bin oder wie die sich das hier so gedacht haben in diesem Level. Aber na gut. So, erstmal Checkpoint. Das bedeutet ja, dass noch ein bisschen was kommen wird. Ganz viele große Eier. Guckt euch das an. So. Lups. Aha. Ja, die großen Eier, die fliegen da auch so durch. Durch diese Wollabschnitte. Und deswegen können die mehrere Sachen gleichzeitig einwollen. Total dämlich vom Vokabular her. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. So. Da unten, das sieht so aus, als wäre da irgendwas. Aber ich traue mich nicht dahin. Ah, vielleicht. Nee, nicht so. Sieht total so aus, als wäre hier was. Nicht? Das können wir nicht erzählen. Hier unten erscheint doch irgendwas. Oder? Aber das sieht nicht so aus, als wäre da unten irgendwas, woran man mal eben ziehen könnte. Fällt mir jetzt erst auf, die Fenster von der komischen Windmühle, das sind normale Knöpfe, die da so eingefasst sind, die man da so sehen kann. Flup, flup. Oh, i. Warum stehen denn da plötzlich Scheigeis rum? Das geht mal überhaupt gar nicht mit meiner Yoshigkeit, Yoshi-Knuffigkeit. Das geht gar nicht mit mir konform. So. Upsala. Mal gucken, was hier oben ist. Auch gar nichts. Ja, gut. Ich hätte jetzt wetten können, dass zumindest hier oben dann irgendwas aktiviert wird, damit man dann unten, aber, na. Dann halt nicht. Irgendwie. Upsala. Irgendwie will das Spiel nicht so, wie ich mir es denke. Aber gut. Das macht das Spiel dann wenigstens weniger vorhersehbar. Muss man ja auch dann mal so lobend
erwähnen. Wäre langweilig, wenn immer alles so wäre, wie ich es mir gerade vorstelle. So, mal gucken, was hier passiert. Ach so, Moment. Dieser Schmetterling, der wird doch bestimmt irgendetwas tun. Ja, genau, sowas in der Art habe ich mir doch gedacht. Aha, also war hier doch etwas. So viel zu, das Spiel ist nicht vorhersehbar. Aber gut. Manchmal muss man dann eben doch mal zwei Schritte weitergehen, um... Ja, eben das zu... Wow. Das zu triggern, was eigentlich relevant ist. So, hier auf der rechten Seite könnte wieder irgendwas erscheinen. Dann wahrscheinlich erst, wenn ich tatsächlich weitergehe. Achso, Moment. Da oben, das sieht mir so aus wie ein relativ spannender Durchgang. Genau. Ah, wo man natürlich auch wieder etwas Wunderbares einsammeln kann. Wie zum Beispiel ein weiteres Garnpaket. Was mir dann wiederum auf der anderen Seite eine neue Yoshi-Figur bringen sollte. So. Hier aber jetzt kein Schmetterling, keine Schmetterlingsschleife oder so, sondern stattdessen nur etwas zum Zusammenschieben. Okay. Und weiter geht's. Hoppadoppadoppadopp. Yoshi ist schon so ein kleiner Knufti. Ein kleiner, dicker Knufti. So ein bisschen. Ist Yoshi dick? Weiß nicht. Ja, könnte man vielleicht so sehen. Vielleicht aber auch nicht. Er selber wird sich vermutlich nicht so wirklich als dick ansehen. Au. Ich habe ihn nicht gesehen. Das meinte ich noch mit. Ist wirklich schwer einzuschätzen. Wow. Weil die eben auch so himmelblau sind. Das war jetzt doof. Eventuell waren das nämlich... Wow. Dann wieder die letzten Punkte, die mir meinen 100% Spielstand hier versauen. Boing, weil ich jetzt eben schon wieder zu viel Energie verloren habe. Kurz mal so. Und dann noch so. Und dann noch so. Und dann noch die letzten Blume eingesammelt. Und dann ist Yoshi total übermäßig glücklich. Er wäre glücklich gewesen, wenn ich volle Lebensenergie noch gehabt hätte. Ach Mann, komm. Das ist echt unfair. Da wird man zum Schluss auf den letzten Metern nochmal ganz kurz getroffen und dann... Ja. Und dann hat man auch keine Möglichkeit, diese komischen Herzpunkte wieder zu verdienen. Das ist ja dann eigentlich etwas, was in Super Mario World 2 Yoshi's Island besser war. Da konnte man teilweise noch ein bisschen zurückgehen und so, da konnte man mit seinen Eiern spielen, um sich dann nochmal Sternenpunkte zu holen. Ist ja im Endeffekt hier ähnlich. Ist wirklich sehr ähnlich. Und na gut, ja. Früher gab es 20 rote Münzen in jedem Level, jetzt... waren noch 20, oder? Ich glaube. Jetzt sind es eben 20 Stempel, die man finden kann. Also auch in der Beziehung einfach sehr von Super Mario World 2 Yoshi's Island inspiriert. Mensch, da haben wir wieder ein Level geschafft. Durchschnittliche Levellänge? Naja, zwischen 10 und 15 Minuten. Irgendwie sowas in der Art. Das ist eigentlich perfekt für ein Let's Play. Wenn man tatsächlich nur ein Level pro Part dann eben macht. Irgendwie habe ich mich jetzt... so ein bisschen darauf verständigt für mich selber. Cool, Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Ja, nee. Ich weiß ja nicht, ob der so glücklich war. Als kleines, süßes Yoshi-Kind. Aber na gut. Kann sein, muss aber nicht. Ich möchte in Zukunft jetzt als Cool Yoshi spielen. Natürlich möchte ich das. Ach man, ist so zuckersüß. Okay. Also, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Welt 1.6 als Cool Yoshi. Ich glaube, der wird sich ganz doll freuen. Ein bisschen... auf der Weide grasen zu dürfen. So oder so ähnlich. Und ja, dann soll es das für den Moment erstmal wieder gewesen sein mit Yoshi's Woolly World. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.